Hallo und herzlich willkommen auf virtuelldata.de. Wir schauen uns nun die weiteren Aufgaben im Bereich analytische Geometrie an, wie sie im baden-württembergischen Abitur vorkommen könnte. Und zwar haben wir jetzt diesmal eine Ebene in Koordinatenform, x1 plus x2 gleich 4 und die Gerade x, Vektor x gleich 1, 3, 3 plus r mal 1 minus 1, 0. Die erste Aufgabe, die hierzu gestellt wird, ist, dass man diese Ebene E in einem Koordinatensystem darstellt. Nun, das ist nicht sonderlich schwer, wenn wir hier schauen. Man muss einfach immer nur komponentenweise schauen. Das heißt, für x1 decke ich dann die anderen Komponenten, in diesem Fall 0 ist x2 ab, und sehe dann hier x1 gleich 4. Das heißt, x1 gleich 4, wie sieht es bei x2 aus? Die anderen Komponenten wegdenken, ja, x2 ist auch 4. Und x3 existiert nicht, also müssen wir mit diesen beiden Spurpunkten zurechtkommen. x1 gleich 4, also 1, 2, 3, 4 hier, und x2 gleich 4, das wäre hier. Und dadurch, dass wir x3 hier gar nicht vorkommen haben, wissen wir, es muss parallel zur x3-Achse sein, also es muss senkrecht nach oben gehen. Zeichnen wir das mal ein. Also erstmal, das erste, was man mit Zeichnen dann macht, wenn man nur zwei Spurpunkte hat, man verbindet die beiden. Nachdem man sie verbunden hat, nimmt man die fehlende Achse, das wäre in diesem Fall die x3-Achse, und zeichnen dazu parallele Linien. Das heißt, parallel zur x3-Achse, also senkrecht nach oben. Also zeichnen wir hier von beiden Punkten aus senkrecht nach oben eine Linie, die sollte möglichst gleich lang sein, dass es schön aussieht. Na, das hat es nicht richtig geschrieben. So. So würde also unsere Ebene aussehen. Das wäre die Ebene E. Ja, man kann sich das so vorstellen wie so eine Glasscheibe, die senkrecht aufgerichtet steht, parallel zur x3-Achse. Und die zweite Aufgabe war, dass man schaut, wie liegen die Ebene E und die Gerade G zueinander. Das heißt, in diesem Fall bleibt nur die Möglichkeit, entweder sie schneiden sich, das heißt, entweder G hat irgendwo einen Durchstoßpunkt durch die Ebene E, oder sie liegen parallel zueinander, oder sie sind natürlich identisch, sie liegen ineinander. Und das können wir einfach überprüfen, indem ich einfach G in E einsetze. Dadurch, dass wir hier die Koordinatenform haben, geht es recht einfach. Hätten wir jetzt hier Parameterform, müssten wir sie gleichsetzen. Nun schauen wir x1. x1 ist einfach hier die erste Komponente, also 1 plus r. x2 wäre dann einfach 3 minus r. Und x3 kommt nicht vor, wäre 3. Das heißt, wir setzen hier ein. x1 plus x2 gleich 4. x1 ist 1 plus r, wie gesagt. x2 ist 3 minus r, also plus 3 minus r gleich 4. Und das wollen wir jetzt auf r auflösen. Da bekommen wir, wenn wir eine Lösung für r bekommen, den Schnittpunkt oder den Durchstoßpunkt raus. Schauen wir uns das mal an. 1 plus r plus 3 minus r gleich 4. Und jetzt sehen wir ja, das r kürzt sich raus. Das heißt, wir bekommen hier keinen Schnittpunkt, keinen Durchstoßpunkt. Ja, 1 plus 3 ergibt 4. R fällt weg, hier steht 4 gleich 4. Nun, das 4 gleich 4 hat eine Aussage. Dadurch, dass wir das R weg haben, wissen wir schon mal kein Schnittpunkt. Aber es ist ja die Frage, ob sie parallel verschieden sind, das heißt, ob das G irgendwo entfernt von E parallel läuft oder ob das G in E drin läuft. Und das, da hilft uns hier diese Aussage. Wenn jetzt zum Beispiel 0 gleich 4 stehen würde, wissen wir, sie sind parallel verschieden. Aber wenn wir hier stehen 4 gleich 4, wissen wir ja, die liegen ineinander, weil es ja kein Widerspruch. Das heißt, in diesem Fall wissen wir sofort, G liegt in E. Also auch diese Aussage ist klar, das G liegt vollständig in E drin. Und die letzte Frage, die wir hatten, war, wie ist der Abstand des Nullpunktes, also des Punktes P 0, 0, 0, von der Ebene E. Nun, Abstand Punkt Ebene, dazu hatten wir die Formel. Der Abstand von dem Punkt zu einer Ebene, das war x1. a1x1 plus a2x2 plus a3x3 minus b durch Wurzel aus a1 ins Quadrat plus a2 ins Quadrat plus a3 ins Quadrat und davon der Betrag
Weil wir wollen ja keine negativen Abstände haben. Und nun, was ist jetzt unser Fall? x1, x2, x3, das ist unser Punkt, den wir brauchen, 0, 0, 0. Und a1, a2, a3, das sind die Koeffizienten, also die Vorfaktoren, die hier bei der e stehen. Also wir haben a1, 1 und a2 auch 1 und a3 wäre 0. Setzen wir das ein. a1, x1, das wäre 1 mal 0 plus 1 mal 0 plus 0 mal 0, also alles 0, minus b. Was ist b bei uns? 4, also steht hier oben minus 4. Und unten Wurzel aus a1 ins Quadrat. Das heißt 1 ins Quadrat plus 1 ins Quadrat plus 0 ins Quadrat. Ja, und dann bekommen wir die Lösung. Oben steht minus 4, unten steht Wurzel aus 2. Und davon der Betrag ist einfach 4 durch Wurzel 2. Das heißt, der Abstand dieser Ebene E ist exakt 4 durch Wurzel 2 von dem Punkt 0, 0, 0. Wenn wir das jetzt auch anders machen können, wenn wir zum Beispiel hier den wissen, wir können herausfinden, der kürzeste Abstand, der muss genau in der Mitte dieser Geraden oder dieser Strecke liegen. Das wäre dann 2, 2, 0. Und dann hätten wir auch gesehen, der Abstand von 2, 2, 0 zu 0, 0, 0 mit Abstand der normalen Abstandsformel wären wir auch auf 4 durch Wurzel 2, also Wurzel 8 gekommen. Also, so könnte man es machen. Schaut mal auf der Homepage www.nurella.de vorbei. Dankeschön.